Leute, herzlich willkommen zurück bei LES. Ich bin euer Phil und heute geht es weiter mit dem Witcher. Ich gehe auf Fortfahren und mach nix. Könnt ihr das hören? Aufgenommen und dann geschwankt, ob sie sie fressen. Keine Werbung. Der wilden Jagd ausliefern sollten. Warum? Es hat sich ein bisschen was anderes ergeben mit meinem Sponsor AOEA.com, Leute. Ich soll deren Werbung nur noch bei Rocket League, bei Rocket League Videos reinhauen. Aber ganz nebenbei bemerkt, kleiner Spoiler, deshalb wird es jetzt demnächst 2 Rocket League Videos pro Woche geben. Aber ganz ehrlich, das ist mir ehrlich gesagt eine große Erleichterung, dass die Werbung nicht mehr in alle Videos reinkommt. Vor allen Dingen, wenn ich dann mir viel Mühe mit Schnitt und Editing gebe, dass dann die Werbung eben einfach nicht das Video von der Stimmung her versaut. Wir sind in der letzten Folge, also gestern, in diesem wunderschönen Sumpf hier stehen geblieben, bei diesen komischen, hässlichen und durchaus ekligen Mumenviechern. Und haben dabei einiges über Ciri erfahren in der überlangen Folge. Pass auf, ich suche mir jetzt erstmal was zu tun und dann gehe ich nochmal kurz auf ein paar Dinge ins Kommentare von euch ein. Moment, was kann man hier jetzt noch machen? Berichte dem Baron, was? Wir machen das mal. Das finde ich nämlich sehr interessant, weil die Frau vom Baron ist ja jetzt die, die wir hier in dem Sumpf kennengelernt haben. Die quasi auf die Kinder aufpasst, wenn sie auch schlägt. Aber das machen wir mal jetzt. Und ist hier nicht ein Dingens, ein Reisepunkt, direkt hier im Sumpf, doch, wollte ich das sagen. So, auf jeden Fall Kommentare, eigentlich war nichts allzu krasses dabei. Genau, also die Schmiede haben Stufen, habe ich jetzt durch Nobby gelernt, habe ich vorher auch gar nicht darauf geachtet. Ich meine, dass die Schmiede sich qualitätsmäßig unterscheiden, habe ich mir irgendwo fast gedacht. Aber mir ist nie aufgefallen, dass oben rechts irgendwie oder oben links oder so steht die Stufe von dem Schmied. Ist mir nie aufgefallen tatsächlich, aber hat keiner gesehen, Leute, hat keiner gesehen. So, einmal dahin. Was hatten wir noch? Ah, genau, mit der Greifenrüstung bzw. den Greifenschwertern. Die Rüstung haben wir ja schon an. Mit den Schwertern machen wir das tatsächlich so, wie ich gesagt habe. Wir werden jetzt erstmal noch weiterhin hier dieses ganze Vorland, nenne ich es jetzt mal, abarbeiten. Also auch hier Ochsenfurt oder so, bevor wir hier in die Hauptstadt Novigrad kommen. Da gibt es einiges zu tun, Leute. Und ich möchte eigentlich bis dahin möglichst hier vieles oder natürlich möglichst alles abgearbeitet haben. Aber alles wird nicht möglich sein hinsichtlich der Stufe einfach. Was war noch? Ach so, genau. Danny Ruhr hat mich aufgeklärt über die Quest auf der... Wie hieß die Insel noch? Da war die Reuneninsel. Genau, auf die Quest mit der Reuneninsel mit dem komischen Geist Annabelle. Wie die hätte ausgehen können, aber ich habe natürlich wieder das etwas diabolischere Ende erreicht. Aber ja gut, das passiert, das wird hier passieren. Wir sind da flexibel. Hauptsache, wir überleben. Pfeife ist am Start, Leute. So, mal gucken, wie der Baron reagiert, wenn er weiß, wo seine Frau ist. Wäre schön, wenn mir unten angezeigt wird, wo Katze war. War das unten? Ja, das war unten. Alles klar. Guck mal, jetzt sehen wir auch was. Danke, Nobby, nochmal an der Stelle. Und der hat auch noch einen echt schönen Filter drauf. Also sieht einfach schön aus, so eine Katze. Baronski, ich habe deine Frau gefunden. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich wollte dir auch noch sagen, ich habe vergessen, die Uhr anzumachen, Baron. Nur damit du Bescheid weißt. Aber das bleibt unter uns, ja. So, ich weiß, wo deine Frau ist. Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach über dem Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden
Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte, für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ja, ich habe wenig Vertrauen in dich. Meine Meinung ist egal. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Dann sag mir doch, wie es wirklich war. Also wissen wir das nicht längst? Ich meine, da könnten sich interessante Informationen hinter verstecken, deshalb machen wir das mal. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Annie, es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Voltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Wir lassen uns mal auf seine Geschichte ein. Front, von Schlacht zu Schlacht. Verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Das ist natürlich auch nicht schön. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Man nennt dich also nicht umsonst blutig. Das stimmt, aber ich möchte eigentlich nicht den Baron verstimmen, weil das hat bestimmt noch, also man kann bestimmt noch eine Folgequest machen, wo man vielleicht die Anna befreit, also was heißt befreit in Anführungsstrichen oder so, aber dass man eben irgendwie noch eine Folgequest daraus hat und deswegen spielen wir erstmal in seine Karten mit rein. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich.
Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Hat sich krass hochgeschaukelt. Also ich kann die Taten dann ein bisschen nachvollziehen. Also, nee, die Taten kann ich nicht nachvollziehen, aber... Ja. Offenbar verdient ihr euch. Ja, das wäre jetzt das, was er hören will wahrscheinlich. Das ist deine Schuld, oder? Ist mir eigentlich ziemlich egal. Das ist mir tatsächlich. Was heißt denn, das ist mir ziemlich egal? Also, ist ja schön interessant, die Hintergrundinformation zu haben, aber. Komm, ganz ehrlich, die hat auch Scheiße gebaut. Wie machen wir das? Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Sie paktiert mit den Muhmen. Ja. Sie hat mit den Muhmen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Muhmen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Muhmen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Muhmen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum, du scherzt wohl. Wir müssen sie retten. Wir können sie nicht dort lassen. Also das Ding ist, ich stehe ja nicht unbedingt hinter dem Baron. Aber ich stehe mit Sicherheit auch nicht hinter den Muhmen. Weil ein Blick genügt, um zu wissen, ey, die sind auch nicht ganz bei Trost. Und das ist noch glimpflich ausgedrückt. Ich mach mal das, mach was du meinst, klingt so, ja, ich scheiß auf dich, mach egal was, dann mach ich das zweite. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort und diese Muhmen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht, aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Jetzt musst du deinen Teil erfüllen. Genau, da war ja noch was mit Ciri. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Oh ja, okay, der hat aber kräftig losgelegt, ey. War noch in der Sequenz drin. Kann ich mit der schießen oder so? Nö. Kommt der denn mal runter? Ja, er kommt runter. Ich hab dem keinen Schaden gemacht, ne? Ah, jetzt. Ciri ist so geil schnell, ne? Das ist so cool, ey. Jetzt gibt's Schaden, Junge. Und das nicht zu knapp.
Oh. Verdammt! Na toll. Müssen wir auch noch den Turm erklimmen, ey. Kommen wir hier rein? Nee. Also da vorne scheint eine kaputte Brücke zu sein oder so. Ach ne, hier ist so eine Straßensperre. Warte mal. Nice! Na los, Uhrensohn! Komm her! Nice! Also hat Ciri den Baron das Leben gerettet. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Deshalb muss ich los. Weil der das nie vergessen wird, muss ich los. Wir sind quitt, ja. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Aha, okay. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Ja, ich muss nach Novigrad. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Mhm. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Also, alleine aus dem Grund, weil wir alles machen wollen in dem Game, hat er mich überzeugt. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen.
Einfach mal so. Sind schon wieder weg. Nö, kein Problem. Hab ich gar nicht bemerkt. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Hm. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Hey, das ist ja lustig. Lustige Geschichte? Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Ha, wirklich lustig. Urkomisch, wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Das ist so ein geiles Spiel. Die Dialoge sind so geil gemacht, ey. Und sei ihr ein guter Vater. Ja, das heißt, wir haben Aufschluss über Ciri erhalten, die ist in Novigrad oder beziehungsweise zumindest dahin gegangen. Und wir haben eine Folgequest für die Frau vom Baron. Rückkehr in den Buckelsumpf, das aktivieren wir direkt. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? So Leute, ich hole mir mal eben was zu trinken, ich mache hier mal einen Schnitt rein. So, weiter geht's. Also ich würde... Ich werde jetzt die Folgequest machen mit dem Buckelsumpf. Das heißt, es geht zurück zu den Mumen. Ich bin immer geneigt, Mumien zu sagen und das wäre gar nicht so gelogen, ne? Weil viel fehlt da, glaube ich, nicht. Können wir was verkaufen? Hier ist irgendwo ein Händler. Du bist ein Händler. Wie wär's mit einem Krug Apfel? Zeig mir deine Waren, Junge. Zeig mir da. Okay, wir haben nicht allzu viel zu verkaufen, aber da tauchen wir mal weg. Jetzt brauchen wir mal wieder erstmal ein bisschen Kohle. Würde ich sagen. Oh, guck mal, das hier. Das sollten wir kaufen. Weil, Ausrufezeichen. Leb wohl. Zeigt er mir das an, oder? Naja, okay, dann gehen wir mal eben Inventar. Wo ist es? Das hier war das. Du hast sie schon gelesen, enthält Zusatzinformationen. Okay, ich schätze mal, das hat jetzt einfach ein paar mehr Fragezeichen oder so eröffnet. Also war das auf jeden Fall wert. So, und wir gehen zurück in den Sumpf. Ich hätte reparieren sollen beim Schmied, aber komm, ist egal.
Sie haben zwei Augen. Da ist der Baron. Warum zum Teufel treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum? Sie sind doch nicht aus Novigrad gekommen, um zwei Niemande aufzuknüpfen. Ich weiß es nicht, Herr. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen Sie nach ein paar Peitschenhieben Vernunft an. Und spuck's aus. Hey, der Kerl hat schon sein Ohr verloren. Lass ihn in Ruhe. Zum Dorf im Sumpf, Herr. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Ja, komm, let's go, Junge. Ich hole meine Männer. Brauchst du nicht, wir kommen so klar, aber... Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Mumen erledigen. Suche mit dem Baron die Hütte der Mumen im Sumpf. Diese verseuchte Luft lässt... Folgen die mir oder gehen die den Weg lang? Okay, die gehen den Weg lang. Scheiße! Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Das ist zum Beispiel auch eine Quest, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Hatte schon immer ein gutes Herz. Kann auch sein, dass ich die halt nicht gemacht habe, ne? Ich habe mich anders entschieden oder so. Also, wäre schön, wenn ihr schneller geht. Ich glaube, ich hätte die andere Gesprächsoption machen sollen, dann wären die vielleicht schon da. Ich höre Schwerter. Wieso ziehen die ihre Schwerter? Deswegen. Alle zusammen! Verdammt! Ach so, genau. Oh, an einen Kommentar erinnere ich mich jetzt noch gerade. Einer ist schon gestorben, zwei sind gestorben. Alter. Deine Leute haben ja irgendwie nichts drauf, ne? Genau, der Nobby sagte noch, ich soll auf jeden Fall Axi hochskillen. Und da wir drei Fähigkeitspunkte haben, würde ich sagen, wir machen das mal eben. Und ich packe halt erstmal den Skill da rein. Scheiße, welchen habe ich jetzt nicht drin? Den, oder? Ne, den hier. So, wir verbessern das. Dann haben wir das nämlich schon maximiert und können jetzt in Gesprächen immer das machen, wenn es denn möglich ist. Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Fürchte Angst aus deinem Mund, Bullen Berti. Was? Ich? Angst? Du träumst wohl. Schon gut, Jungs. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle bei dem Axi-Dingen, kann ich, also wird mir das in Gesprächsoptionen jetzt nur vorgeschlagen, wenn ich das aktiviert habe, also wenn ich das hier rechts drin habe, oder gilt das jetzt schon? Das wäre mal eine Frage, wo ich mich über eine Antwort in den Kommentaren freuen würde. Muss das sein? Hallo? Oh, da ist wieder so ein Waschweib, ey. Zack. Was war das? Wasserreiber. Wo kommen solche Ungetüme her? Das sind Frauen, die zu viel gesoffen haben. Das sind Frauen, die zu viel gesoffen haben. Und lieber selbst. Oh, wir sind schon da, nice. Oh! Was ist denn hier los? Ich kenne dich nicht, aber... Uah, ich danke dir! Alles andere später! Hilfe!
Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Wir könnten einen wie dich gebrauchen, wenn du dem ewigen Feuer dienen willst. Ich bin Tamara. Ah! Ich habe schon viel von dir gehört. Tamara, liebe Tochter. Die Tochter, ey. Du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lass ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Ja, der Baron sucht seine Frau. Das ist der Grund, warum der hier ist. Das zweite ist wieder ein bisschen zu negativ. Das wird nichts lösen. Ich denke, wir sollten das erste machen. Dein Vater, er sucht seine Frau, deine Mutter. Wirklich. Zahlt er dir viel, damit du sein Ja-Sager bist? Eigentlich nichts. Wahrlich, ich sage euch, Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Du bist ein Hexer. Wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha! Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf! Wieso haben manche so einen komischen Nasengurt? Wovor soll der denn schützen? Vor einem Nasenbeinbruch oder was? Ach, die Gruppierung nennt man dann auch volkstümlich Hexenjäger oder was? Nicht. Hier drüben! Ordentlich geschoben. Hey, zurück mit dir, Stinker. Ingwerbrot. Frisch und warm. Mutter. Ah, ja. Blitzblank, taufrisch. Los, peitsch mich aus. Ich hab's so klein gemacht. Ich hab geknabbert, aber nur um zu sehen, ob es fest ist. Aber es ist frisch. Hab Erbarmen. Oh, Mutter. Hab Erbarmen. Aber ich hab gebeten, gebettelt. Mutter, ich bin es. Erkennst du mich? Die ist völlig von Sinnen, ne? Was ist mit ihr passiert? Ich hab gesagt, ich mach das alles. Gib her, ich schrub es nochmal. Schrub es sauber. Mutter! Da kommt etwas. Passt auf. Okay. Bereite dich auf einen Kampf vor. Vielleicht. Wölfe. Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit. Sie kommen. Gleich. Auf ihn. Zeit. Töte den Unhold und die anderen Monster. Nichts leichter als das. Ich find's so geil, wie Geralt immer da reinspringt mit seinem Schwert, ey, das ist so geil gemacht, ey. Oh, vereist, nice.
bist du denn? Ein Unhold. Ja, du siehst wahrlich wie einer aus, mein Freund. Kann ich im Kampf mal eben meine Ausrüstung reparieren? Ja, können wir. Der ist ziemlich scheiße, der hat. Bei dem weißt du nicht so richtig, wann er jetzt angreift, irgendwie. Ja, manchmal verzögert der halt so, aber gut, ist halt ein bisschen schwieriger, ne? Ist ja auch ein Unhold. Nice! Bies! Unholdisch! Und wir haben Stufenaufstieg! Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühr sie nicht an. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen! Kuchen zum Abendessen! Sandkuchen! Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Allerdings. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Es ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Wo sind die Kinder dann eigentlich? Gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt, in den blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Also ein Versuch ist es wert, ja? Es ist einen Versuch wert. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern? Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben, neue Pflichten. Dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst, es wird alles gut. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Schwöre es. Du hast mein Wort, Kind. Sieht so aus, als könnten wir die Familienkrise überwinden. Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. So eine Sequenz hatten wir auch noch nie, glaube ich. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Lebt wohl. Das war ein schneller Abschied. Aber kommt mir ganz gelegen. Zeit ist Geld. Es war ich. Da bin ich nicht so sicher.
Ich glaube, ich hatte auch den Unol noch nicht ganz gelootet. Wo war er denn? War der das hier? Ich glaube, der war das. Monstercode, ja, das ist mit Sicherheit viel wert. So, das heißt, hier bin ich jetzt erstmal durch. Anscheinend. Dann gucken wir mal, was noch so zu tun ist, Leute. Quests, Nebenaufträge. Ja, die beschädigten Schreine, das haben wir immer noch offen. Hexeraufträge, hier. Steffen? Wie komme ich jetzt auf Steffen? Auftrag. Hanna aus den Wäldern, sprich mit dem Dorfältesten in Mittelhain. Guck mal. Das klingt doch noch was für uns. Das ist zwar ordentlich weit weg, aber wir haben ja Schnellreisen. Ja. Das machen wir, Leute. Wir knüpfen direkt mal an eine andere Quest. So wie man das in einem Rollenspiel macht, ne? Auf einer Midline. Wo ist der Dorfälteste? Erstmal pimpen. Er kommt hier so nicht durch, Alter. Ich dachte jetzt erst, er hat Fallschaden gekriegt, ne, weil ich über das Feuer gesprungen bin. Kinder, kommt rein! Selbst die Götter weinen wegen unseres Unglücks. So, Dorfältester, Olko. Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Deswegen bin ich hier. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Reden wir über meine Belohnung. Sprechen wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Was gibst du mir denn? Warte mal, wir gehen mal hoch auf 300. Aber das wird wahrscheinlich zu viel sein. Kein Problem für Hanna aus den Wäldern, okay. Aber für uns schon. Verdammt. Gehst du mit dem Preis runter? 270, komm. Wie auf dem Bazar hier. Meinetwegen, okay. Wie du willst. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Okay. Dann auf zu Agneta. Da bist du. Die Erscheinung. Genau jetzt kommt der Wecker. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Okay, Leute. Das war mal wieder eine ereignisreiche Folge. Wir machen hier Schluss und werden uns in der nächsten Folge dieser Quest widmen. Und die nehme ich jetzt direkt im Anschluss auf. Weil ich einfach nicht einsehe, das Spiel ist auszumachen. Also, Leute, danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, bleibt gesund und sauber, ne? Bis dahin.